Geschmacklich ist das jetzt keine Bombe. Ne? Also, komische Konsistenz, komischer Geschmack. Also, komisch. Ich möchte es gar nicht weiter essen. Wir haben uns also schon mal nicht getäuscht. Wir sind hier eigentlich mitten in der Stadt. Aber schau dir mal die Gegend an. Es ist eher so ein bisschen alternativ, ne? Wenn du dich so umschaust. Aber vegan ist auch alternativ, glaube ich. Ich glaube, das passt schon, oder? Ja, ja, sollen wir mal reingehen und uns mal überraschen lassen? Ja. Aber es ist wohl Englisch, es ist echt etwas klein. Die Küche ist ja auch sehr klein, das haben wir im Bewerbungsvideo gesehen. Dann schauen wir mal, was ihr da alles vegan rauszaubert. Ja, lasst euch überraschen. Ja? Wir sind neugierig. Es liest sich alles so wie normal, bloß alles ohne Fleisch. Ja, es ist halt Nirvana-Burger, Cheeseburger, Hawaii-Toast, veganer Hotdog, ich weiß jetzt nicht. Also ich hätte eigentlich so ein paar geile Gemüse- und Fruchtgeschichten sehr interessant gefunden. Aber irgendwie ist halt hier jetzt, es ist Pizza, Pasta drauf. Aber schau mal, ich meine, es heißt ja nicht, dass es jetzt nicht lecker sein muss, aber von der Idee hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Also ich glaube, es wird ein Riesenabenteuer, ein Sojaschnitzelburger. Ich habe es noch nie gegessen, ich schwöre es ist, ich war vegetarisch unterwegs, aber jetzt wirklich pur vegan, hatte ich noch nie mit auseinandergesetzt. Vor allem, schaut mal ganz kurz auf die Preispolitik hier. Ne? Also es geht nur um Salate, pass auf, 2,30 Euro Salat, ja, 2,50 Euro. Ein kleiner und großer Nudelsalat 3,50. Ich hole jetzt, gehe rüber zu Pizzas. Pizza Fungi 3,90. Es gibt in Deutschland nämlich aber, glaube ich, kein einziges italienisches Restaurant, geschweige denn veganes, das für 3,90 eine Pizza rausschiebt. Also ich finde es schon extrem günstig. Ja. Okay, erstmal, ihr habt nur 15 Minuten, bis das erste fertig sein soll, aber ist ja kein Problem. Gott, wie viele Seiten? Gut, dann brauchen wir doch noch einen Topf. Hier hast du gebacken, die Kuchen, oder? Ja. Machst du es immer hier? Bist du die gute Fee oder was machst du genau hier? Du arbeitest hier doch gar nicht, oder? Nee. Das habe ich aus dem Bewerbungsvideo raus. Genau, ich bin Gast. Und du bist Gast? Berufen. Ja. Machst aber Kuchen fürs Haus? Ja. Streichst Brötchen fürs Haus, bist du 8 Stunden am Tag hier als Gast? Ja. Das ist dann Stammgast. So, das weiß ich jetzt, du musst ein Stammgast sein. Die vegane Szene ist also sehr sozial. Genau. Und ich habe halt auch Manu und Miguel total lieb und das Nirvana sowieso. Das ist ein sehr sonderbares und sehr warmes Phänomen, das mir halt aufgefallen ist, dass alle Veganer irgendwie immer sehr stark und sehr viel zusammenhalten. Elisabeth, das ist denn schon eine Liga für sich. Miki, ich mach das Bocadillo, ne? Willst du die Soßen machen? Ja, ich mach gleich die Bolognese-Soße, fange ich gleich und, an. Und Arrabbiata kannst du auch machen? Muss ich gucken, wie das mit dem Herd ist. Das vielleicht mache ich das nacheinander. Das ist der Schießburger? Ist das Schießburger? Ah, verdammt. Dann ändere das. Ja, sofort. Ja, den Käse vergesse ich manchmal, ja. Geschmacklich ist das jetzt keine Bombe. Ne? Also, komische Konsistenz, komischer Geschmack. Also, komisch. Ich möchte es gar nicht weiter essen. So. Die Konsistenz ist zum Beispiel von diesem Fisch-Patty da, die ist so glitschig. Also die ist talgig, mehlig, glitschig und flutscht so weg zwischen Gaumen und Zunge. Weißt du, was krass ist? Schmeckt auch wie ein Hotdog. Das merkst du. Ist es so? Das merkst du nicht. Dann muss ich mich aber auch reinbeißen, Andi, weil das glaube ich jetzt nicht. Der Hotdog war für mich tatsächlich ein Hotdog. Also da fand ich es eigentlich relativ cool, dass er so nah an das Originalprodukt rankam. Wenn man vegan kocht, dann kocht man nach ein paar Monaten automatisch relativ gut. Das Essen kommt sehr gut an. Also ich persönlich esse es sehr gerne und wir kriegen eigentlich sehr, sehr viel Lob dafür. Ich bin jetzt erleichtert, dass wir das jetzt alles gemacht haben, fertig sind und jetzt bin ich gespannt, wie das Urteil ist. Jetzt werde ich dann halt doch ein bisschen meckerig, weil es ein Nudelsalat mit Erbsen aus der Dose, mit Mais aus der Dose, wo ich mich halt echt frage, oh. Denn die Aussage von Ihnen war, ein Veganer kocht besser wie ein Koch veganisch. Ja? Und da frage ich mich halt, also
Das kriege ich hin, obwohl ich kein Veganer bin. Der Nudelsalat hat furchtbar gerochen, furchtbar geschmeckt, war lieblos angerichtet. Da war eigentlich alles falsch dran, was man falsch machen kann. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit dieser Küche von heute irgendwie einen Normalsterblichen hinterm Sofa vorlocken können. Bei einem veganen Restaurant ist mir aufgefallen, es fehlen die drei F. Frische, Finesse und Fingerfertigkeit. Das ist mir aufgefallen. Also handwerklich war das eigentlich ja jetzt nur nicht das allerhöchste Gebot, glaube ich, was jetzt da auf dem Tisch war. Ne? Also das da finde ich eine Unverschämtheit. Ja. Das da finde ich eine Unverschämtheit. Ja. Ob so ein Veganer jetzt hierher kommt, weil er Dosenananas kriegt, das war, also ich glaube eher, das ist vielleicht auch so ein Ding, worüber er vielleicht auch eher fernbleibt. Also ich persönlich empfinde es nicht als schlimm, Sachen aus der Dose zu benutzen. Wir hacken jetzt nicht auf euch rum, weil das vegan ist, ja, sondern wir fanden das Gulasch also recht gut, aber dann waren halt so Ausreißer drin, wie die Nudelsoße, die halt nach Tomatenmark schmeckt. Ich mag's eigentlich. Ich meine, ich würde jetzt nicht irgendwie Sachen anbieten, die ich selber nicht mag. Ich fand die schlimm. Ihr habt ja hier wirklich dieses Fastprogramm, also diese Burger. Aber auf der Karte standen gar keine Pommes. Warum bietet ihr nicht noch Pommes an? Die sind doch auch vegan. Frittieren ist ein Problem bei uns. Das heißt, ihr habt hier keine Vollkonzession für die Küche. Was dürften ihr hier genau? Ja, so Aufwärmen und Sachen, die halt nicht groß mit Fett oder sowas zu tun haben. Also Braten geht eigentlich fast schon gar nicht. In der Pfanne was grillen auch nicht. Oha. Nee, mein lieber Schwan, ist das die Küche? Ja, das ist die Küche. Die Hauptküche? Ja. Als ich in die Küche kam, dachte ich, das ist der Vorhof zur Küche. Das ist so eine kleine Durchgangsstation. Weder Boden, noch Fliesen, noch Regale, noch Herd, noch irgendetwas hat mich an eine Profiküche erinnert. Wie schaut es denn aus? Funktioniert alles? Also kann man sich zumindest auf die vier Platten verlassen, auf den Ofen? Die vier Platten gehen, der Ofen geht größtenteils. Die Spüle geht nicht mehr. Das hat mich schon grübeln lassen, was wir hier überhaupt kochen können, was wir hier überhaupt machen können. Können wir jetzt hier nur lecker Bio-Äpfel rausgeben aus der Küche? Also viel mehr geht da schon fast gar nicht. Aber so mit Sauberkeit ist es auch nicht so weit her, ne? Ja. Oder gibt es beim Veganen kein Putzmittel? Gibt's schon? Doch, doch, das war ja noch alles sauber. Der Ofen. Okay, aber der Boden schon mal her, das ist ja nicht von heute, ne? Oder doch? Doch, das ist wirklich. Ehrlich? Von einmal kochen. Ja. Das war schon ein bisschen schmutzig, war schon ein bisschen chaotisch alles. Es sieht nicht wirklich penibel gepflegt aus. Die Küche wird halt schnell dreckig, weil sie so klein ist. Schaut, dass morgen die Küche frei ist, dass wir also mit euch also arbeiten können. Also sauber und frei. Hi, servus, hier seid ihr. Wir haben euch nämlich gesucht. Servus, wir haben euch. Okay, also jetzt mal rumschauen hier. Sauber? Sieht schon ein bisschen sauberer aus da. Die Küche ist ein bisschen sauberer geworden, aber wirklich aufgeräumt, weggeräumt haben sie nichts. Ich habe ja von euch wissen wollen, was denn für Gemüse jetzt gerade so aktuell ist. Momentan aktuell hier in Deutschland sind Brokkoli, Blumenkohl, Aubergine, Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, solche Sachen. Wie habt ihr es rausgefunden? Ja. Habt ihr jemanden gefragt, der das weiß? Oder? Wir haben halt im Internet nachgeguckt. Die Hausaufgabe habe ich doch sehr ernst genommen. Okay. Und wer war in charge für die Brötchen hier? Wer hat das irgendwie verursacht? Elisabeth hatte die Idee zu ein paar Rezepten. Elisabeth hat das Konzept für die Brötchen gemacht, während ihr hier ordentlich geputzt habt, oder was? Elisabeth hat auch sehr viel geputzt. Also auch sehr viel geputzt heißt? Sie war schon ein bisschen früher als wir hier heute. Wenn wir kommen und sagen, putz die Küche, sitzt sie auf dem Boden und schrubbt. Sie macht das alles freiwillig und super nett von ihr. Wenn sie jetzt nicht so langsam anfangen, ihren Arsch zu bewegen, dann sind sie einfach chancenlos. Sowas habe ich mir jetzt auch gestern vorgestellt. So habe ich mir so die gesunde vegane Küche vorgestellt. Ja. Wir wünschen uns von dir deine allerbeste Tomatensauce, die du drauf hast. Oh, okay. Eine Tomatensauce ist Baby. Ich glaube, spontan sieht man schon also eine große Gemeinsamkeit. Euch hätte ein Kochkurs mal nicht geschadet. Genau. Ja, mit dem Schneiden habe ich insofern ein Problem, dass ich es nie gelernt habe. Also ich hatte bei Manuel und bei Miguel wirklich Angst, dass sie sich die Finger abschneiden. Möhre wollte ich haben, ne? Ja. Was soll ich damit machen? Ich weiß nicht, ich wollte jetzt reinraspeln vielleicht. Reinraspeln. Soll ich die schälen? Ja. Ja, wie soll ich jetzt die Knoblauch irgendwie? Du, ich hole jetzt auch mal unsere Kochjacken, weil das ist mir jetzt zu viel gekocht. Ich fühle mich einfach nicht wohl. So. Der Miguel war so verunsichert, er hatte so Angst, dass er was falsch macht. Okay, also ich sag nichts, das ist jetzt nur mein Bauch. Ja, mach den Herd gescheit an. Achso, okay. Das war nämlich auf 1. Das nächste Mal machst du Knoblauch ein bisschen später rein, damit er den nicht verbrennt, okay? Okay.
anderes Gefäß hast du nicht, ein höheres. Okay, irgendwie geht das nicht so richtig. So wie er die Tomatensoße machen wollte, so hätte es wahrscheinlich nicht mal ein Kind im Kindergarten gemacht. Wie machst du jetzt deine Tomatensoße weiter? Die pürierten Tomaten, dann wollte ich noch ein bisschen Möhre reinraspeln und ein bisschen Basilikum und ein bisschen Salz, Pfeffer. Es hat ja mit Kochen überhaupt gar nichts zu tun, was ihr macht. So einen Hobby-Kochschein können wir euch nicht ausstellen. Ich ärgere, dass das ja abgebrochen hat, weil ich hätte da durch Abschmecken auf jeden Fall noch und durch die Konsistenz dann natürlich noch einiges verändert. Die Zeit ist einfach zu knapp, unsere Zeit zu verplempern, hier zuzuschauen, wie man alles falsch macht. So, also jetzt hat hier unsere gesammelten Werke. Jetzt geben wir mal den Block rüber. Ja. So, wir hatten hier an Ausgaben verursacht, das waren 10,80 Euro, ja? Ja. 10,80. Wir brauchen noch Zwiebel, Knoblauch. Ja. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Olivenöl zum Andünsten. Jetzt haben wir dann 12,30 Euro. Super. Wie viele Portionen kannst du da rausholen aus dem Paket? Zack, 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 aus dem einen. Was glaubst du? Also bei den Nudeln nicht mehr als 4. Okay. Und die Sachen sind auf jeden Fall ein bisschen ergiebiger. Mhm. Da nutze ich ja nicht so viel. Machen wir noch 6 Portionen, oder? Okay. Also 6, also mehr nicht. Mhm. Sicherlich nicht mehr. 6 Portionen. Gut, dann machen wir es einfach mal geteilt durch 6 das Ganze. Ja, ist 12,30 Euro durch 6, 2,05 Euro. Ja. Mhm. Geht 205. So, das kostet eine Portion. Wir haben gestern bei dir bezahlt. Ich habe 4,50 bezahlt. Okay. Von den 4,50 ziehst du mal die Mehrwertsteuer ab. Sind 3,60 Euro. Ja? Und die Differenz ist 1,55 Euro. Mhm. So, und da machst du keine Sprünge mit. Das ist einfach schon lächerlich. Faktor 4 musst du rechnen. Und Faktor 4 bedeutet was? 2,05 Euro mal 4. Also 8,20. 8,20. Okay. 8,20 finde ich persönlich schon relativ hoch. Auch Veganer müssen zeitgemäß denken, da kommen 8,20 € bei raus. Wenn ich jetzt wirklich essen gehe und ich gehe zum Italiener und ich bestelle mir eine gute Bolognese, dann zahle ich das gern, von Herzen gern, wenn die lecker schmeckt. Er hat mir den Kopf gewaschen und das hat Krieg gemacht. Wir haben uns besprochen. Was Konzept angeht, Konzept steht eh vegan, das lassen wir, das ist ja nied- und nagelfest, das passt ja schon. Wir wollen aber reinbringen, ist wirklich Finesse, wie man es gesagt hat, wir wollen guten Geschmack vor allem reinbringen. Die Basic, die hat jetzt heute nicht funktioniert von eurer Seite, wir hauen euch aber morgen ins Genick. Also das ist versprochen. Wir haben mehr als nur ein Problem, denn die Küche stellt auf jeden Fall ein Problem dar. Und deswegen machen wir es einfach recht einfach. Und Nirvana gibt es nicht von heute auf morgen, also nicht vergessen, alles braucht seine Zeit. Also wir freuen uns auf morgen, einen schönen Tag, ja, auf ein neues Reset, ja, veganes Reset. Bis morgen, danke, tschüss, morgen. Ciao. 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 Wir haben heute einiges mit euch vor. Wir werden Kleinigkeiten zurecht machen, damit ihr seht, wie es funktioniert. Also es ist auch so, dass wir also auch keine neue Karte hinterlassen, sondern Ideen, die ihr dann aufgreifen könnt. Das heißt, es kommen heute Gäste und die kriegen ein sage und schreibe kleines 9-Gang-Menü. Für euch ist wichtig, dass ihr den Geschmack von heute mitnehmt. Wir wollten Ihnen zeigen, was denn alles geht, was man denn aus der veganen Küche rausholen kann. Wir haben uns für euch ein paar Sachen ausgedacht, wie zum Beispiel eine asiatische Glücksrolle mit Gurke und Kokosnuss und einen Linsensalat mit dem Chicorée, eine Maissuppe. Wir machen selber Seitan, also garen den dann natürlich sehr, sehr schmackhaft. Dann gibt es zum Beispiel also rote Beete in Salz gegart. Peaches, wenn wir machen Peaches, die werden regeneriert werden. Wir haben eine Saftpresse organisiert, da werden wir frische Gemüsesäfte machen. Wie findet ihr das Konzept? Also ich finde, es klingt total geil. Das klingt spannend, auf jeden Fall. Oder wollen wir nicht sowieso kein Ei? Das ist, die meisten Italiener haben kein Ei, dann bei Hartweizenkäse, ne? Bei Spaghetti, in Süditalien sowieso nicht. Und in Asien auch nicht, da kommen die Nudeln näher her. Weißt du, was auch spannend ist, was auch die italienische Küche sehr spannend macht, ist der Wareneinsatz. Ja? Was glaubst du, was jetzt das? Das sind mit Sicherheit 2 Portionen. Weißt du, was es kostet, den Wareneinsatz? Was schätzt du? Ha? Der Teig. Verdammt wenig. Verdammt wenig, ja. Also wenn wir da 10 Cent erreichen, sind wir schon gut dabei. Rote Beete, Kandide, Merlich und Birnchen. Und oh, das ist dein Gericht, Andreas. Wollte ich nur erschrecken. Natürlich alles fertig. Oh. Alle 10 Minuten Gang. Bei 9 Gängen sind es 90 Minuten, das ist 1,5 Stunden. Ja? Ich bin wirklich Veganerin, ja. Aber es überrascht mich immer wieder, was man alles so machen kann. Schmeckt sehr lecker, außerordentlich gut. Hervorragend. Einmalig.
So, wie lange braucht ihr für die ersten Suppen? 2-3 Minuten. Okay, wie wär's mit 30 Sekunden? Schafft ihr das? Wir mussten halt eingreifen, ne? Also das wären, glaube ich, überfordert gewesen. Von Talent kann man bei beiden nicht wirklich sprechen. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wie findet ihr denn, habt ihr den Abend gewuppt heute? Wir sind dann doch schon ein bisschen überfordert gewesen mit den ganzen Gästen auf einmal. Definitiv, das ist für uns halt eine ganz neue Erfahrung. Sie wiegen sich in Unschuld, weil sie es heute ja alles zum ersten Mal gemacht haben und sie sind ja nicht gelernt und sie sind noch jung. Dabei sehe ich sie eben mit 24, 25 eigentlich gar nicht so jung. Wir sind hier aufgeschlagen vor 3 Tagen und wir fanden es schon mal total spannend, als wir gehört haben, wir haben hier in einem veganen Restaurant was zu tun und haben auch einen Hotdog gegessen, wo wir gedacht haben, wow, der schmeckt ja gar nicht nach vegan. Nichtsdestotrotz, Emmy, haben wir gesagt, da gibt es viel zu machen an dem Essen, aber vegan war für uns eine riesen Herausforderung. Das war für uns auch eine hervorragende Zeit. Wir haben sehr viel selbst wieder erfahren über vegan, über die Philosophie. Ich muss noch mal einen ganz, ganz großen Applaus von euch haben für Elisabeth, weil sie war auch diejenige, die hier auch die ganzen Tage einfach Gas gegeben hat und irgendwie alle angepusht hat und hier irgendwie was erreichen wollte. Und wäre Elisabeth mit ihrem Elan nicht gewesen, dann hätte sich nie was geändert. Man darf halt auch nicht vergessen, dass ihr sozusagen direkt aus dem Studium einfach gemeint habt, gut, dann machen wir uns jetzt mal selbstständig. Ja. Eure politische Meinung habt ihr sozusagen zum Beruf gemacht. Deswegen drücken wir jetzt einfach mal 6 Augen zu. Ja. Denn wir finden die Idee gut, wir möchten, dass es hier weiterläuft. Und aus diesem Grund seid ihr gecheckt. Wir möchten euch dadurch zeigen, dass wir dran glauben. Sie wurden gecheckt für die Idee, nicht fürs Kochen. Es ist natürlich ein Ansporn jetzt für die Zukunft, die Kochprobe ist nicht zu enttäuschen. Okay.